Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham Knight. Sieh dich um, das gehört jetzt alles uns. Wir machen, was wir wollen. Ich habe aber. Sind auf dem Weg auf eine neue Inselgruppe oder so. Und wir müssen nämlich dafür sorgen, dass wir die Brücke runterlassen können, damit wir mit dem Batmobil kommen. Etwas Seltsames durch die Lüfte. Das wollen wir mal auch eben tun. Wir versuchen es zumindest mal. Hört zu, Männer, wir kontrollieren die Brücken, aber Batman ist anpassungsfähig. Bleibt wachsam, achtet auf den Himmel. Nee, lasst mal lieber. Dann laufen wir auf den Schienen, ist ja auch kein Problem. So, wir müssen eigentlich gleich da sein. Wir werden uns erstmal natürlich nur darum kümmern. Wir müssen ja irgendwie mal schauen, dass wir hier weiterkommen. Wo ist denn das Ding? Ist das hier drin, oder? Hier wimmelt es nur von Milizen des Arkham Knight. Ich muss sie loswerden und den Zugangspunkt finden, von dem aus sie das Transportnetzwerk hacken. Eine Kamera mit Elektroschocker. Gut, die werden wir brauchen. Glaubst du, er kommt? Ich weiß es. Der Arkham Knight hat seine Freundin entführt. Wir haben die Drohne. Die wird uns nicht überraschen. Hoffentlich nicht. Greift Batman auf das Terminal zu, will ich nicht wissen, was Scarecrow und der Arkham Knight mit uns machen. Nummer 1. Aber was ist passiert? Die Chemiefabrik ist hochgegangen, aber ich habe keine riesigen Gaswolken gesehen. Batman ist passiert. Er ist da rein und hat sich durch drei unserer Einheiten gekämpft. Fast hätte er Scarecrow erwischt und die Explosion verhindert. Verflucht. Er ist also nicht so gut, wie der Arkham Knight sagt. Ja, ist er. So, weg mit euch. Kleine Pissnaken, ey. Na gut, jetzt wissen die Bescheid, aber das macht auch nichts. Los. Oh, ganz runter ist doof, ne? Ah doch. Warum nicht? Zu schnell. Wir haben keine Chance. Wir können nichts wehtun. Wir verteilen uns und nehmen Rache. Ja gut, das ist natürlich auch der Plan, dass ihr keine Chance habt. Behaltet diese Vorsprünge im Auge. Er könnte dort hängen und warten, dass ihr vorbeilauft. Kein Problem. Wenn du an diesem Vorsprung hängst, dann finde ich dich. Gibt denen doch keine Tipps, ey. So viel zu denen. Ach, der steuert die, oder? Zielperson verloren. Ich werde mich da verletzen umsehen. Dann machen wir mal. Lass den hier. Wir müssen uns um uns selbst kümmern. So. Deine Drohne ist gerade abgestürzt. Alles okay? Einen haben wir noch. Ja, guckt euch das mal an. Also guckt euch das mal an. Weil so geht's ja nicht. So, das war der letzte. Ging ja relativ gut. Ich habe nichts anderes erwartet. Jetzt, da die Männer des Arkham Knight erledigt sind, kann ich ihr Uplink-Terminal benutzen und die Brücken senken. Na dann. Ich würde sagen, fangen wir doch mal an. Ist das nicht Barbaras Job? Ach stimmt, bei all der Aufregung hätte ich das fast vergessen. Glaubst du ernsthaft, der alte Jim vergibt dir, wenn du sie rettest? Er ist nachtragend, Bats. Ich weiß das. Alfred, ich habe die Brückensteuerung reaktiviert. Wunderbar. Ich starte das Netzwerk jetzt neu. Vergiss Scarecrow. Zeit, deinem wahren Erzfeind entgegenzutreten. Batman. Oh je, ist das der, für den ich ihn halte? Nigma. Melde dich, sobald die Brücke bereit ist. Löse das Rätsel. Warum besucht Batman ein verlassenes Waisenhaus? Eddie, Süßer, du verwechselst mich mit Robin. Der Große und ich sind uns gar nicht zu nahe. Oh, oh,
ich weiß. Wegen dem, was seiner Katze Freundin passieren wird, wenn er nicht rechtzeitig ankommt. Schockiert, dunkler Ritter, erstaunt. Das hast du nicht erwartet, oder? Weil du mir nicht gewachsen bist. Edward Nigma, der Ritter und der intellektuelle Überlegen. Dachtest du, ich hätte es unsere letzte Zusammenkunft, dunkler Ritter? Du hast mich gedemütigt. Dieses Mal wirst du mich nicht schlagen. Völlig unmöglich. Du kannst es nicht. Ich habe schon gewonnen. Ich belächle deinen Versuch, meine Rätsel zu lösen. Ich werde triumphierend über deinem Leichnam stehen. Und während in deinem beschränkten Geist endgültig alle Lichter ausgehen, wirst du nur daran denken können, wie ich dich besiegt habe. Komm zum Waisenhaus, Detektiv. Oder sie sterben sich nicht. Ach, das ist mir schon ein Ei. Selina ist immer noch im Waisenhaus. Gemeinsam werden wir sie befreien. Hä? Ja, aber wo genau? Achso, das ist jetzt meine Hauptmission, ja, ist klar. Ja, wenn das so ist, dann ist das ja gut. Alter! Hab ich mich erschrocken. Boah, diese Hure. Man-Bat. Heißt ja, glaube ich, in den Comics. Alter Schwede. Ermittle wegen der gefügigen Kreatur, die den Himmel unsicher macht. Okay. Die Fledermaus-Kreatur befindet sich noch immer auf Miyagani Island. Ich muss sie finden. Mit einer Blutprobe erfahre ich, wer oder was sie ist. Da. Na dann, hören wir mal hinterher. Hab ich mich gerade erschrocken. Ey. Ja, das Blut haben wir schon mal. Alfred, analysiere die Blutprobe, die ich gerade hochgeladen habe. Wie Sie wünschen, Master Bruce. Ich suche jetzt nach Übereinstimmungen. Ich will gar nicht wissen, wie Sie daran gelangt sind, Sir. Ah, da wären wir. Das Blut ist stark mutiert, es gibt aber eine Teilübereinstimmung. Ein Dr. Kirk Langstrom. Such nach Eigentum in Gotham, das Dr. Langstrom gekauft oder gemietet hat. Sicher, ein Moment. Ja, er und seine Frau haben ein Kellerlabor in Chinatown. Ich schicke Ihnen die Adresse. Hab ich mich erschrocken, ey, meine Güte. Oh, soll hier vielleicht weg. So, na dann. Wie weit ist das weg? Boah, das ist, glaube ich, auf der anderen Insel, oder? Kann man hier nicht per Schnellreise irgendwie hin? Das wäre geil. Ja gut, das ist mir aber zu weit gerade weg. Das ist ein bisschen näher. Hm. Obwohl mich das schon interessieren würde, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ja, komm, wir machen erstmal das mit der komischen Fledermaus. Wo zur Hölle ist er hin? Er war genau da. Fangt ihn! Muss ich natürlich erstmal so weit hier weg, dass ich das Batmobil wieder nutzen kann. Und da gehen die Frames schön in den Keller. Was zur Hölle fährt ihr da für einen Schlitten? Geil. Keine Ahnung, ist aber ein krasses Teil. Ja. Hat mir fast in die Hose gemacht. Dachte, der fährt mich über den Haufen. Das GCPD-Gebäude. Da ist es. So, ein bisschen Auftrieb gewinnen. Ah, wir sind ja auch gleich da, also alles gut. Ich würde sagen, alles ist gut. Schläger und Raunis sind vielleicht eine gewohnte Beute. Aber meine Armee besteht nicht aus solchen Feinden. Nicht? Na gut. Wenn du das sagst, Scarecrow, dann werde ich dir einfach mal glauben.
besonderes Halloween. Da muss ich natürlich auch den ganzen Weg wieder zurück und hin und her. Ach so, und dies und das. Ich glaube, ich habe noch nie einen Feuerwehrmann getötet. Endstressig. Echt? Das überrascht mich. Ja, ich habe schon Korps, Sanitäter, Küstenwächter, Politessen und Kammerjäger getötet, aber keine Feuerwehrleute. Dann ist heute Nacht ja was ganz Besonderes für dich. Ihr Typen seid irre. Er kann nichts dafür. Wenn er einmal anfängt zu sammeln, dann will er auch das ganze Set. Ja, ich weiß noch, wie ich als Kind Baseballkarten gesammelt habe. Ich auch. Stumpy Jackson war die eine Karte, die ich nie gekriegt habe. Sie ist positiv. Jetzt kannst du es mitmachen. Oh, jetzt hier! Aufpassen, dass die den nicht töten. Aua. Ich war leider nicht Erster. Du wirst doch nichts auf mich werfen wollen. Wo kommen wir denn da hin? So. Immer kommt was dazwischen, weißt du? Unglaublich. Aber immerhin Nummer 2 gerettet. Sehr gut. Danke. Ich dachte, das war's. Diese Tiere. Denken Sie nach. Können Sie sich an den Angriff erinnern? Der Chief schickte uns zurück in die Stadt, um nach Zivilisten zu suchen. Er sagte, wir lassen keinen zurück. Und auf einmal schlug so eine Art Feuerball in uns ein. Ich ging wohl K.O. Ich weiß nur noch, wie einer der Psychos eine Kippe auf mir ausdrückte. Hast du die anderen gefunden? Den Chief? Ich suche noch. Warten Sie hier. Jemand wird Sie in Sicherheit bringen. Irgendjemand. Kommt schon. Läuft. So, damit dürfte ich wohl oder übel den... Achso, ach, 1 von 6 gibt's. Ja, gut. Was uns auch angegriffen hat, es flog und war schnell. Moment. Wir wollen ja das hier weiterverfolgen. Diese gequälte Kreatur war mal ein Mensch. Dr. Kurt Langstrom. Vielleicht erfahre ich in seinem Labor, was diese Verwandlung ausgelöst hat. Vorsicht, Sir. Die Kreatur könnte sich in ihrer vertrauten Umgebung verbergen. Es gibt nur eine wahre Fledermaus. Und das ist Batman. So, na dann. Schauen wir mal. Alter, habe ich mich aber gut erschrocken. Habe ich nicht mit gerechnet, dass die so auf einmal auftaucht, aber... Mal gucken, was wir hier jetzt überhaupt machen müssen. Jetzt mal Detektivmodus an. Oh, da liegt jemand. Ich bin so stolz auf dich, Schatz. Leg los! Sag, was du getan hast. Hallo, Welt! Nein, das ist furchtbar. Na los, sei einfach du selbst. Okay. Das genetische Resplicing war ein Erfolg. Die rekombinanten Moleküle... Schatz, du machst es schon wieder. Versuch's mal verständlicher. Ja, natürlich. Entschuldige. Also, wir haben die DNA von des Modus Rotundes... Ich meine, der Vampirfledermaus mit der des Menschen kombiniert. Dieser Durchbruch könnte, wird, Gehörlosigkeit für immer heilen und verhindern. Wie war das? Perfekt, Schatz. Tja. Hast du das drauf, Schatz? Glaub schon. Ist das rote Licht an? Stumpfe Gewalteinwirkung am Kopf. Langstrom wusste nicht, was er tat. So, auf jeden Fall müssen wir hier am Computer... Da ist ein Computer. Vielleicht enthält er ein paar Antworten. Na, schauen wir mal. Auf dem Computer ist Dr. Langstroms Forschungsmaterial gespeichert. Hm.
Er hat seine DNA mit der einer Vampirfledermaus gekreuzt? Das konnte nicht gut gehen. Wenn ich seine Dateien durchsuche, kann ich vielleicht ein Mittel gegen seine Verwandlung herstellen. Ich muss die Man-Bat-Signatur isolieren und aus Langstroms DNA entfernen. Was? Ach du Scheiße. Warte, Moment. Okay, jetzt muss ich dafür... Weil irgendwann wird es wahrscheinlich wieder kaputt gehen. Ah, dann muss ich einfach nur schnell versuchen, wieder was hinzukriegen, alles klar. Understand. So. Jetzt geht es jetzt wieder auf Null und wir dürfen von vorne anfangen. Das ist ja ziemlich blöd. So einfach ist das also mit der Genforschung. Na gut, dann könnte ich das ja auch mal probieren, ne? Ah, werde ich ziemlich geilen Scheiß herstellen. Ich werde meine DNS mit einem Auto verbinden, nämlich ein Transformers. Fuck. So. Alter, das geht voll schnell runter, der Scheiß. Ist uncool. Muss immer direkt drauf achten, wenn da irgendwas passiert, direkt umstellen, nicht irgendwo anders hingucken. So. Alter, wie schnell ist das? Ich war schon auf über 70%, ne? 80. Es geht echt schnell wieder runter, der Scheiß. Voll unfair eigentlich, wie schnell das runterrauscht. Aber wir sind gleich durch. So. Das war's. Ich habe eine saubere DNA-Probe hergestellt. Jetzt muss er nur noch seine Medikamente nehmen. Oh ja. Tja, dafür müssen wir ihn aber auch finden, ne? Alfred, ich habe das Heilmittel aus Langstroms Labor. Jetzt muss ich nur noch ihn finden. Wo könnte er sich verstecken? Er weiß nicht, was er tut. Er könnte überall sein. Niemand kennt diese Stadt so gut wie Sie, Master Bruce. Sie finden ihn. Tja, das ist schön, dass du mir da so vertraust, aber ich habe absolut keine Ahnung. Wir müssen auch relativ weit schon dabei sein. 50%, Hälfte ist geschafft. Hier ist erstmal irgendwie blockiert. Ach so, weil das dazu natürlich gehört, ne? Ja. Naja. Die Fledermauskreatur versteckt sich. Ach, er schon wieder. Ja. Seine Frau, deine Eltern. Warum haben dich tote Verwandte in einen riesigen Fluglager verwandelt? Ach, Joker. Du bist mir schon ein Spaßvogel. Tja, jetzt müssen wir Man-Bat nur noch finden, würde ich sagen. Und dann können wir ihm... Es wird wahrscheinlich nicht ganz einfach, aber dann können wir ihm das Gegenmittel verabreichen. Und dann ist gut. Als nächstes machen wir jetzt erstmal das mit Riddler und Catwoman. Müssen wir eh eine ganze Weile verfliegen, weil das ein bisschen weiter wieder weg ist. Das ist ja wieder da, wo wir gerade schon waren. Wir waren ja gerade eigentlich in der Nähe. Ich wollte aber erstmal das hier machen. Was war denn das? Na egal, ich kann da nicht mehr runtergucken. Schade. Obwohl, es geht eigentlich so. Man braucht mehr als nur Muskeln und Gewehre, um das Ding zu knacken. Hast du vergessen, dass Pipes und ich schon größere Nummern durchgezogen haben? Nicht so groß. Stell dir mal vor, was dieser Playboy alles in seinen Tresoren haben muss. Wir werden Was ist denn Herrscher der Straße? Finde und zerstöre die Checkpoints der Miliz, damit sich die Patrouillen... Okay. Da ist eine Straßensperre in Riker Heights. Sollen sie nur ihre Mauern bauen und die Straßen verminen, die können sie nicht aufhalten, Sir. Oh, hier ist auch eine Leiche. Lex Luthor hat hier irgendwo ein Gebäude stehen, nicht wahr? Das Batmobil kann in diesem Gebiet nicht selbstständig fahren. Dann weiß ich ja, was wir in der nächsten Folge tun. Wir werden diese Straßensperre hier auflösen und wir werden die Leiche suchen. Ich bedanke mich bei euch. Bis zur nächsten Folge. Haut rein.